Hallo und herzlich willkommen in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen 1. FC Heidenheim. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Startaufstellung der Gäste. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Die Leipziger am Anstoß. Und er hat den Ball. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Der Pass war ein bisschen unpräzise, Einwurf. Schöne Aktion, Steilpass. Er macht zu, lässt da nichts anbrennen. Wunderbar abgetaucht. Ecke kommt in die Mitte. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Leipzig über außen. Er kann sie in Führung bringen. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Jan Niklas Beste. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Liebe Fans, machen Sie doch mal eine Stadiontour mit einer echten Legende. Schauen Sie hinter die Kulissen. Baumgartner. Die Leipziger machen Druck. Jetzt die Hereingabe. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter.
Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen, und er hat ihn. Amadou Haidara. Wichtiger Befreiungsschlag. Ja, der Schuss jetzt. Beck. Ball ins Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Pass kommt nicht an. Gibt Einwurf. Er geht schön dazwischen. Guter Vorstoß, kann was werden. Tolles Zuspiel, gute Aktion. Gefährlich, immer noch. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Nur 1 Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Pause, wir hören es. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder weitergeht. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Schlager. Macht er ihn. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Schlager. Guter Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Nicht gut vom Torwart. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Ecke kommt in den 16er. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Parade kommt aber weiter Gefahr. Im Nachschuss fällt das Tor. Erst diese gute Parade, aber der Ball, ja, er bleibt bei ihnen. Und dann ist die Lücke am Ende doch da. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin.
Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Jetzt kann Heidenheim auf Außen versuchen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Wechsel bei RB Leipzig. Die Ecke kommt. Gute Möglichkeit. Ja, das ist einfach überragendes Stellungsspiel. Dieses Timing. Und dann hältst du halt auch solche Bälle. Die Ecke kommt rein. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Das kann gefährlich werden. Ein fantastisches Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Tor für 3:1 heißt es also jetzt. Kampel. Schöner Spielaufbau jetzt. Sehr kraftvoller Schuss, aber geht nicht rein. Hat nicht viel gefehlt. RB Leipzig mit dem Wechsel. Sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Gute Chance. Wahnsinnstor! Das ist ja unglaublich! Klasse Tor. Hier ist die Wiederholung. Ah, das ist schon eine ordentliche Entfernung, aber da stimmt einfach alles. Der passt und ist am Ende auch nicht zu halten. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Sieht gut aus. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Der Vorsprung ist erheblich. Ja, was soll da noch passieren? Nee, die Sache ist durch. Entscheidung ist gefallen. Das wird ein Sieg. Ja, Niklas Beste. Super Pass jetzt. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Jetzt will er neue Akzente setzen. Es gibt den Doppelwechsel. Ecke in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Da passt der Torhüter auf. Kampel.
3 Minuten sind es noch. Ja, setzt gut den Körper ein. Ganz energischer Einsatz. Yusuf Pausen. Das macht er gut. Oh, da trifft er die Latte. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Ecke kommt in den 16er. Jetzt hat er den Ball erstmal wieder. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.